Wie du auf den Minecraft-Server GOM kommen kannst und alle Fehlerbehebungen, falls es nicht funktioniert, das zeige ich dir alles in diesem Video. Ja, um jetzt erstmal auf GOM aufzukommen, müssen wir erstmal Minecraft starten. Das geht ab der Version 1.8. Ab der Version 1.8 könnt ihr auf GOM raufjoinen. Dann, wenn ihr Minecraft gestartet habt, dann geht einfach mal in den Mehrspieler und dann klickt auf entweder direkt verbinden oder Server hinzufügen. Wenn ihr jetzt so einen Server in der Serverliste hier haben wollt, dann klickt einfach auf Server hinzufügen, gebt bei dem Servernamen irgendwas ein, einfach GOM oder sowas oder GOM. GOMHD.net oder was weiß ich. Ich lasse jetzt einfach mal GOM stehen und bei Serveradresse gebe ich ein GOMHD.net. So ist die Serveradresse. Das könnt ihr auch eingeben, wenn das Ganze klein geschrieben wird. Ihr könnt das Ganze jetzt zum Beispiel auch so schreiben, GOMHD.net, ganz wichtig mit 2M und dann auf Fertig. Dann klickt ihr, dann seht ihr hier den Server in eurer Serverliste ganz unten oder ganz oben, je nachdem wie viele Server ihr schon hinzugefügt habt. Da sind jetzt zum Beispiel aktuell 832 drauf. GOM hat aktuell 10.000 Spielerplätze und wenn das Ganze jetzt nicht bei euch funktionieren sollte, dann schreibt in die Kommentare, aber bitte schreibt in die Kommentare, was genau nicht funktioniert. Wenn diese Fehlermeldung bei euch eintritt, dann kann es sein, dass ihr kein Internet habt. Dann seid ihr nicht mit dem Internet verbunden. Wenn ihr trotzdem mit dem Internet verbunden seid, dann startet euer Internet neu, startet euer PC neu und startet euer Minecraft neu und startet vor allem euren PC neu, dann probiert das Ganze nochmal, wenn ihr dann Internet habt. Falls das Ganze dann immer noch nicht funktionieren sollte, dann schreibt es in die Kommentare. Als Notlösung müsste man dann halt Minecraft komplett neu installieren, aber schreibt es erstmal in die Kommentare, wenn das Ganze nicht funktioniert, wobei ich mir das eigentlich nicht erklären könnte, das sollte eigentlich bei euch funktionieren. Auf jeden Fall können wir dann auf den Server draufschauen, entweder mit einem Doppelklick oder auf diesen Pfeil hier. Und dann sind wir hier auf dem Server drauf. Ja, falls ihr da weitere Tutorials haben wollt, wie ihr drauf zurechtkommt, was so die ersten Schritte sind hier, obwohl es eigentlich klar ist, geht auf den Navigator, klickt einen Rechtsklick und dann seht ihr die ganzen Spielmodi. Und ja, falls ihr da weitere Tutorials haben wollt oder irgendwas nicht funktioniert, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Ich versuche immer so viele Kommentare wie möglich zu lesen und auch zu beantworten. Wenn ich keinen übersehe, und abonniert auch sehr gerne den Kanal und aktiviert auch die Glocke. Somit verpasst ihr nämlich nie wieder was rund um Minecraft, Minecraft Server und Minecraft Clients. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.